Und zurück zu einer neuen Folge The Whispered World mit Cedric, Spot und Fee. Wir sind bei Mulachai. Der hat uns ja das letzte Mal ein paar Sachen über die Yakis erzählt. Also wir müssen jetzt irgendwie 5 Yakis finden. Ja, vielleicht sprechen wir mit ihm nochmal darüber und... Vielleicht nehmen wir auch einfach erstmal. Können wir jetzt die Kerze mitnehmen? Die anderen durften wir ja nicht mitnehmen. Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Okay, also die Kerze haben wir schon mal. Töpfe? Mulachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Können wir da. Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Bist du müde, kleiner Mann? Nicht wirklich. Ich leide unter massiven Schlafstörungen. Warum machst du dich dann an meinem Bett zu schaffen? Schon gut. Dann halt nicht. Ich glaube, wir sollten mal mit ihm nochmal reden. Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Das ist mir zu kompliziert. Kompliziert? Das ist eine Untertreibung. Es ist unlösbar. Das ist das Faszinierende daran. Also ich glaube, wir müssen uns doch irgendwie mit dem Spiel beschäftigen. Ich glaube, das hat eine Bedeutung. Was spielst du da? Das ist... Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Worum geht es? Das Problem und das Rätsel. Alles... Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Also sie müssen später so stehen, dass sie sich nicht... Dass sie sich nicht gegenseitig... werfen können. Sehe ich das richtig? Also irgendwie... komme ich vielleicht doch nicht so ganz drauf. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie das einem angezeigt wird. Doch die Weißen, oder? Ich glaube, ich mache das jetzt auch wieder wie vorhin mit probieren, irgendwie probieren. Irgendwo muss ja dann da ein Weißer wieder aufleuchten. Oder auch nicht. Bin, glaube ich, gerade ein bisschen ratlos. Muss mir das jetzt mal 2-3 Minuten irgendwie
angucken. Also es muss auf jeden Fall irgendwie in jeder Reihe eins stehen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie, aber in jeder Reihe muss irgendwie eins stehen, weil es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück und 8 haben wir. Das heißt, eine Reihe ist frei. Oder? Ich fange jetzt einfach mal an. Das irgendwie so zu platzieren. So, ist mal schräg irgendwie vielleicht. Ich bin irgendwie echt ein bisschen überfordert. Also da konnten wir jetzt einen hinstellen. Können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ja, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich das irgendwie geschafft habe, aber ich habe halt versucht, immer die Dame in ein Raster zu setzen und dann immer eins freilassen, eine Zahl und einen Buchstaben freizulassen. Und wenn ich da, und dann bin ich die Reihe nach oben gelaufen und dann habe ich noch die anderen so platziert, dass sie halt in den weißen Kästchen waren. Das war, glaube ich, auch mehr Glück als Verstand. Ich glaube, das ist auch so. Meine Rätselkunst ist eindeutig mehr Glück als Verstand. Ja gut, Mulachai zündet jetzt keine Kerzen mehr an. Okay. Vielleicht ist das jetzt auch die Lösung. Weil ich meine, wenn er keine Kerzen mehr anzündet, dann gehen die ja mit der Zeit aus. Was ist denn jetzt eigentlich hier? Das ist jetzt die Lichtung, wo wir vorhin... Ich dachte, dass wir da vorhin herkonnten. Aber irgendwie... Wald. Ach, das ist mit Sicherheit die Lichtung. Das ist jetzt die Lichtung, wo Mulachai vorhin gesagt hat, wo die das sind Yakis, tatsächlich, das sind Yakis. Ach Gott, die sehen ja auch wieder total süß aus. Mulachai sagte etwas von 5 Yakis. Wo sind nur die anderen beiden? Mulachai sagte etwas von 5 Yakis. Wo sind nur die anderen beiden? Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Talida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Gute Frage. Aber auf jeden Fall sind schon mal hier 3 Yakis. Das ist gut, das zu wissen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir die anderen finden. Dann gehen wir doch mal das nächste Mal auf Yakisuche.
Bis dann. Tschüss.